Jones und der Vogel. Deny the prophet of blood. We'll be right back.
Geräusche! So, das ist ein Bier. Wir sind Sabiendas aus dem Pott. Schön, dass ihr alle hier seid heute. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Der nächste Song ist uns so ein bisschen ein persönliches Anliegen. Erstmal ist es ein weiterer kleiner Vorgeschmack auf unser neues Album, dessen Aufnahmen vor 4 Wochen begonnen haben. Der Gig hier ist sozusagen so ein kleiner Einschub in die Aufnahmen zum neuen Album. Genau. Der Song ist uns ein persönliches Anliegen, denn er ist all den Leuten gewidmet, die uns und euch immer wieder klugscheißerisch klar machen wollen, was gut und was richtig ist. Dass ihr doch bitte mal mit, weiß ich nicht, Anfang 30 endlich mal erwachsen zu werden habt, mal diese komische Tarnmütze absetzt, dieses komische T-Shirt ausziehen und endlich mal, keine Ahnung, macht, was den Leuten in den Kram passt und gleichzeitig versuchen uns andere Leute Scheiße für gute Butter zu verkaufen, indem sie uns erzählen, was neuerdings Death Metal ist und was nicht. Für diese Leute ist dieser Song. Wir sind Sabiendas! Und der nächste Song ist Cabron, Hijo de Puta! Come on.
Your fucking ass!
Wir gehen zurück ins Jahr 2006, das Gründungsjahr von Sabiendas. Mit dem ersten Song, den Sabiendas eigentlich jemals geschrieben hat, oder? Der erste Sabiendas-Song überhaupt. Ein Song unter anderem von unserem aktuellen Album Restore to Life, aber dazu gleich mehr. Okay. Ein alter Song aus dem Jahr 2006. Faces in the Dark. Faces in the Dark. Faces in the Dark. Faces in the Dark. Vorgeschmack aufs neue Album. Der Tod der tausend Schnitte, die Art Oblenschick. Come on! We'll be right back.
Schönes T-Shirt, wer auf Shirts steht, auf denen Leute zersägt werden, der ist da richtig. Vorgeschmack.
Harbinger of War. We'll be right back.
Dankeschön, vielen Dank. Nächster Song ist auch vom aktuellen Album Restored to Life. Und heißt Cheating Death. Müsst ihr draußen kaufen. Jetzt können wir nicht nach Hause fahren. Komm. Cheating Death! Die letzte Bahn oder was? Schön, dass ihr da seid. Wir sind noch topfit. So, ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Normalerweise würde ich euch jetzt fragen, seid ihr noch gut drauf? Dann macht ihr, genau so macht ihr dann. Und ich sag dann, ich kann euch nicht hören, seid ihr noch gut drauf? Moment, stopp. Das schaffen wir beim ersten Mal, oder? Seid ihr noch gut drauf? Ja, geht doch, siehst du? So, zwei Songs haben wir noch. Habt ihr noch ein bisschen Bock? Wir auch! Vielen Dank, Leo Berg! Der nächste Song ist sowohl vom erstmals veröffentlicht worden auf unserer EP Buried Alive und ist dann nochmal auf unserem aktuellen Album Restored to Life.
Thank you.
mal nach vorne. Alle. Brauchen wir ein bisschen Support jetzt. Come on!